Mediengestalter zum Ölerzeuger. Matthias Kloss hat mittlerweile den Computer gegen eine Ölmühle ausgetauscht. In diesem Jahr nun ist es soweit und der erste eigene Laden entsteht. Irgendwann habe ich halt die Lust am Grafischen verloren. Ich war unzufrieden. Dann habe ich 2018 von einem Kunden das Angebot gekriegt, seine Mühle zu übernehmen. Also jetzt auch schon nach den 2 Jahren, die ich das jetzt auch mache, denke, das ist es. Ja, und jetzt ist es so, dass ich den ersten eigenen Laden eröffne. In Radusch, einem Teil der Stadt Vetschau im Spreewald, wird das alte Kolonialwarengeschäft wiederbelebt. Am Dorfplatz 13 eröffnet demnächst Herr Müllers feines Regionalwarenladen. Das ist das Silo zur Ölmühle, das fasst ungefähr 100 Kilo. Und hier unten kommt dann eben die Mühle hin, das ist eine Schneckenpresse, wo dann die Saat eben kontinuierlich durchgeführt wird. Ich schmeiße die Mühle eigentlich immer so am Tag vor dem Markt an, damit ich dann am nächsten Morgen abfüllen kann und die Leute dann eben das ganz frische Öl bekommen. Ne? Dann ist es wirklich in der Nacht produziert, am Morgen abgefüllt und am Tage auf dem Markt. Geholfen hat ihm das Gründungszentrum Zukunft Lausitz. Das vom ESF und Land Brandenburg geförderte Projekt greift Existenzgründern, Unternehmensnachfolgern und Selbstständigen unter die Arme. Also der größte Pluspunkt für mich war einfach das Netzwerk. Also ich habe halt interessante Leute ringsherum kennengelernt, die gut zu meinem Tun gepasst haben. Ja, also ich habe auch im Laden werde ich ja auch gute regionale Produkte anbieten. Das hat sich halt gut ergeben im Netzwerk. Ne? Also dass da eben auch andere Produzenten waren, die man dann kennengelernt hat und das war so der größte Pluspunkt. Ja, die guten Produkte der Region. Also ich habe einen Schmied, der für mich schöne Messer macht. Ich habe leckere Marmeladen. Ich habe Gin aus Neuzelle, aus Leinsaat gebrannt. Ich habe Seifen aus Cottbus. Also wirklich so die ganze Palette, was die Region eben so an kleinen Kostbarkeiten hergibt. Damit ist Südbrandenburg wiederum eine Attraktion reicher und nicht nur unsere geliebten Kartoffeln mit Quark werden zu einem Festmahl. Ich bin nach wie vor auf dem Wochenmarkt am Mittwoch und am Samstag in Cottbus. Ja, und meine Großkunden beliefere ich natürlich weiter. Es lohnt sich also, bei der nächsten Fahrradtour einen kleinen Stopp in Radusch einzulegen. Ende Juli wird dann eröffnet und auch wir werden wieder mit der Kamera dabei sein. Denn hier zeigt sich einmal mehr, in der Lausitz geht was und Ideen können zum Erfolg gebracht werden. Na dann, bis morgen.